Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Das Schwarze Auge Memoria. In der letzten Folge haben wir ja den versteinerten Meister, Brodiak oder so, weiß ich nicht genau, hier unten gefunden und haben dann letztendlich einen versteinerten oder einen Schlüssel uns aushärten lassen aus Honig. Und ich Idiot habe an alles Mögliche gedacht, wie wir hier diese Wachsform jetzt aufkriegen können, außer natürlich an unseren Reparieren- und Zerstören-Zauber. Das heißt, den wende ich jetzt hier einfach mal an und siehe da, wir haben einen Schlüssel, der hier formidabel in das Schloss passen wird. Bei Fex, es hat tatsächlich geklappt. Natürlich. Dann gehen wir da mal rein. In die Schreibstube, aha. Ach, da wo Nuri reingeflogen ist. Okay, hier blitzt irgendwas merkwürdiges Funkeln, da ist ja was reingefallen. In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern. Okay, nehmen wir das mal, kommen wir da ran. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Okidok. So, dann gucken wir uns hier erstmal um. Kohlezeichnung. Was haben wir denn da für eine Kohlezeichnung? Eine Zeichnung von einem jungen Jäger und einer noch jüngeren Frau. Guck an. Die Worte "Nichts ist jemals verloren" stehen darunter. Mhm. Interessant. Eine Liste? Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Die er gesucht hat? Hasenauge, Elmerion, Rondellions Fanghorn. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort. Andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Eurich hieß er. Meine Güte, wieso kann ich mir denn von einer Folge auf die andere den ganzen Kram nicht merken? Schlimm, schlimm. Hier ist Bibliothek. Ist hier oben noch irgendwas? Wir gucken uns mal die Bibliothek an. Bücher über Magiegeschichte, Kompendien über Artefaktmagie. Hier sieht es fast aus wie bei mir daheim. Außer, dass du nicht unbedingt solche Literatur zu Hause hast. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Okay, war noch eine Zeichnung und hier ist noch ein Gefäß. Was ist das? Bestimmt so ein Tintenfass. Ein Federhalter vielleicht. Hm. Oder ein Becher für Wasser. Nehmen wir mal mit. Was mit der Zeichnung? Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Hm, die können wir mitnehmen. Ich sehe mir das mal näher an. Ein Geheimfach. Oh, wie sieht denn das aus? Ah ja. Mal schauen. Erst das Schloss an der Tür und nun dies. Was hat dieser Kauz nur zu verbergen? Es wird immer rätselhafter. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Ah ja. Die versteinerte Ratte hat eine Hand auf dem Kopf. Okay. Sie wurde in das gleiche Gestein verwandelt wie der Magister. Nur aus ihrem Kopf wächst eine kleine Menschenhand. War das eine Art Experiment? Ein bisschen gruselig. Die nehmen wir mal mit. Genau wie Eurich. Oh, Staub. Hat er erst eine Ratte versteinert und wurde dann selbst Opfer seines Zaubers? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Können wir die vielleicht mitnehmen? Ah, wir haben ja das Gefäß. Da können wir sie vielleicht da mitnehmen. Also, da mitnehmen. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Ah. Okay. Was ist denn da noch drin? Studien. Das sind ausschließlich Studien der Maske. Er schien besessen von ihr gewesen zu sein. Mhm. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann. Gestern zurückgekehrt. Konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Interessant. Also anscheinend hier auf gemäß dieser Zeichnung müsste ja anscheinend ein Edelstein hier vorne in die Hände rein, wo sie sich fast berühren. Und was darunter gefallen ist, könnte ja durchaus ein Rubin sein. Jetzt probieren wir einfach mal. Vielleicht können wir ja hier die Ratte hier in diese Ritze streuen. Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Naja, und dann machen wir hier mal den Reparieren-Zauber. Ha!
Guck an. Dann nehmen wir mal den Rubin. Dann nehmen wir ein mal... Ein Rubin? Ah. Er hat einen Sprung. Oh. Mein Kopf. Oh, was jetzt? Nächste Vision? Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Oha. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Nein. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gerne ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ja. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Gucken wir mal rein. Ah, ich hatte recht. Phtan Faskadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. So, setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Und er kann sich nicht wehren aufgrund seiner steinernen Hände. Das hast du jetzt davon. Edge Badge. Maske, wir fragen was mal. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Formel? Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist zu schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Das ist gut. Das ist schon mal sehr schön. Versteinerte Hände, da fragen wir nochmal nach. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Ah. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Okay. Sehr viel Magie in diesem zweiten Teil. Was ist das eigentlich hier? Pflanze. Welch Hohn. Ich muss dort hoch und sie blickt auf mich herab. Das, glaube ich, kränkt dein Ego, oder? Versucht es. Verwandelt sie mit meiner Hilfe in Stein. Na dann. Machen wir das doch einfach mal. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Beeindruckend. Beeindruckend, genau. Wieder zurück verwandeln. Noch beeindruckender. Guck an. Ich hatte recht. Womit? Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Aha. Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Okay, dann gucken wir uns hier erstmal um. Fangen wir mal bei der Felswand an. Ich bin fast am Ziel, wenn nur diese Felswand nicht wäre. Können wir da irgendwie... Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Damit er euch erwürgen kann? Nein. Findet lieber einen Weg, wie ihr ihm die Maske aufsetzen könnt. Das machen wir. Was haben wir hier noch? Felswand, 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 Schnee. Schnee. Überall Schnee. Nein. Können wir den nehmen? Ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Okay. Ein Dornbusch. Was können wir damit machen? Der letzte Rest Leben an diesem götterverlassenen Ort. Oh, im Vergleich zu meiner Grabkammer tanzt hier die Karawane. Nur wärmer könnte es sein. Ja, ich stehe kurz vor dem Erfrieren. Hier tanzt die Karawane, sehr geil. Okay, es ist also kalt. Können wir den nehmen? Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Okay. Grasbüschel, schauen wir uns mal an. Wenn man es bloß essen könnte. Denkt nicht daran, Prinzessin. Ihr habt es fast geschafft. Genau, aber nehmen kannst du es doch bestimmt. Ist das Gras giftig?
Nein. Iss. Iss. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Am besten hätten wir ihm den Mund versteinern sollen, dass er nicht mehr sprechen kann. Oh, eine Feuerstelle. Gucken wir uns mal an. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Ich brauche dringend... Okay, wir haben noch Feuersteine mit dabei, ne? Was ist das hier? Die Kette, ein Verband und Alkohol. Können wir hier einfach vielleicht Feuer machen? Es braucht schon mehr für ein Feuer als nur ein paar Feuersteine. In der Tat. Eiskristalle, Drachenstatue. Eiskristalle. Können wir hier noch irgendwo hingehen? Nö. Okay, dann gucken wir uns die Eiskristalle mal an. Bloß nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. Was mit der Drachenstatue? Eiszapfen hängen von seiner Schnauze herab. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Mhm. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen, nicht an dem Steinblock. Hm. Können wir mit ihm denn reden? Fangen wir mal mit Hilfe an. Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Du hast doch noch zwei Hände. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setz ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Okay, Kälte. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Ah, okay. Maske? Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Mhm. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Okay, machen wir jetzt mal Ende. Jetzt habe ich eine Idee. Und zwar könnten wir doch hier mal seine Kette benutzen, weil er sagte, Kälte entsteht nur im Kopf. Also müssen wir ihm vielleicht wieder eine Vision... Ach, wir haben noch einen Ast. Sehr schön. Eine Vision einpflanzen. Nein, nicht mit Rach war nicht. Willst du deine Kette zurück? Gut, dann behalte ich sie. Ach so, nee, das war falsch. Warte mal, wie war das denn hier? Vision schicken, genau. Klicken wir mal auf Rachwan. Okay. Felswand, Spalt, Schnee, Draconia, Eiszapfen, eisiges Funkeln. Also, ich würde mal sagen, wir klicken hier auf das und auf das. Und dann auf Schnee vielleicht. Einfach mal, also alles, was kalt ist. Gucken, ob das was bringt. Ah, jawohl. Mach Feuer. Mir ist kalt. Sag bitte. Was hältst du denn davon? Okay, dann nehmen wir mal den Ast, den wir haben. Legen ihn in die Feuerstelle. Und schlagen wir mal Feuer. Cool. Es ist zu windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Was mit dem... Aber wo willst du denn sonst anzünden? Was ist denn hier mit dem Spalt? Da haben wir noch gar nicht geguckt, aber da zeigt er auch nichts an. Okay. Was haben wir denn hier? Versteinern, aktivieren, deaktivieren. Können wir vielleicht den Busch versteinern lassen? Die einzige Person, der ich damit eine Vision schicken könnte, bin ich selbst. Ja, Entschuldigung, falscher Knopf. Wir versteinern mal den Dornbusch. Ah, guck mal einer an. Er ist nämlich dann gar nicht mehr so filigran, sondern er bildet sich hier also aus kleiner Felswand. Vielleicht können wir dann jetzt da windgeschützter Feuer machen. Ja. Sehr schön. Komm, Rachwan. Komm noch näher zum Feuer. Vielleicht können wir ihn jetzt... Ich probiere einfach mal was. Vielleicht können wir ihn hier einfach mit den Grasbüscheln quasi hier festhalten, versteinern. Asafsha. Jawohl. Jetzt habe ich dich. Tja, Freund. Große Klappe immer noch, ne? Jetzt kriegst du erstmal die Maske von uns auf den Kopf. Aber ist krass, wie das Gras jetzt hier hochgewachsen ist und jetzt ihn umschlungen hat und festhält. Aber jetzt setzen wir ihm erstmal die Maske auf den Kopf. Wir gucken, wer bin ich?
Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quatan. Hier, mittlere. Dann Faskadan es plas dekatan. Humurilor gras ferel goran. Humurilor gras goran. Humurilor gras ferel goran. Hilbe mutje gerul felan. Gerul felan. Hilbe mutje gerul felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Na dann. Juntir katan feluntir sodan. Feluntir sodan, hier oben. Juntie Katan Feluntie Sudan. Plata, Berata, Nektu. Tut weh, tut mir leid. Nehmt ihm die Maske ab. Tut weh. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bist du? Ein Albtraum. Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Sei mein Diener. Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Oh. Halt den Mund. Du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Was ist denn jetzt los? Krass, die Gemüter schlagen Wellen. Bin ich schon wieder eingeschlafen? Danke für den Rubin, Gera. What? Wer war das? Das ist der zweite Rubin, den man uns quasi geklaut hat. Wir gehen mal, hier ist ja jetzt nichts mehr, oder? Was wir machen können. Ich finde es auch krass, dass, obwohl Satya eigentlich so eine sehr, sehr zielgerichtete Person ist, auf einmal jetzt auch gerade für ihren Widersacher dort, für Rachwan da jetzt so, quasi die Partei ergreift. Finde ich interessant. Ach du Scheiße, bei was bist du denn? Ein Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Muri helfen? Selbstverständlich. Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Was geht denn jetzt ab? Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sattler zu lösen hat. Mhm. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fratzen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Satya einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Wow. Krasse Nummer. Gucken wir mal hier kurz ihn an. Ich kann ihn nicht klar erkennen. Können wir ihn anfassen? Eis, Feuer, Humus, Wasser, Luft und Erz. Welcher Elementargeist gehorcht welchem Element? Das ist eine sehr gute Frage. Sehr spannendes, sehr spannende Episode, muss ich ja sagen. Macht gerade sehr viel Spaß zu spielen. Ja, aber an der Stelle ist die Folge auch schon wieder zu Ende und wir widmen uns diesen 6 Köpfen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da oben in der Ecke ist noch einer. In der nächsten Folge. Rätselt mit, seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.